Hallöchen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück hier in den Schatten von Hongkong auf dem Grundkurs Gaming. Ich bin Jin, gelernter Vandale, und da haben wir hier genau den richtigen Job für uns im Wuxing Sky Tower. Wir sollen nämlich das Qi ordentlich kaputt machen, den Brunnen hier. Da haben wir schon irgendwas gemacht, ne? Hier so ein Riss oder eine Verunreinigung oder irgendwas. Auf jeden Fall sieht das nicht mehr schön aus. Und genau das ist unser Auftrag. Wir sollen dafür sorgen, dass es hier nicht mehr schön aussieht, um den Qi-Fluss zu zerstören. Und der Qi-Fluss, der ist etwas, auf den Wuxing sehr stolz ist. Schauen wir mal, was es hier gibt. So ein kleines Bänkchen oder sowas. Was jetzt passiert? Es gab also 5 Punkte, okay. Keine Ahnung, vielleicht flackert jetzt hier eine Lampe oder sowas, ne? Irgendwas flackert jetzt hier. Oder der Tisch hier, der sieht so ein bisschen dunkler aus. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir den angemalt mit Edding. Unseren Namen draufgeschrieben, Kaugummi drunter geklebt, irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Aber wir gehen hier einfach mal so ein bisschen gegen den Uhrzeigersinn durch. Schauen uns um. Aha. Da können wir bestimmt auch was mitmachen. So, wir machen auf hier die Tür. Aha, ein Labor. Was haben wir hier? Hier können wir uns umsehen. Eine Laborkette sieht man hier irgendwie. Arbeitsstation. Ich weiß nicht, was die hier machen. Aha, eine Prototypwaffe sitzt hier also, ist in einem Mechanismus eingespannt. Und der scheint mit dem Abzug und dem Sicherungsmechanismus verbunden zu sein. Und die Waffe einfach rauszureißen, könnte das Ding beschädigen. Und deswegen, aha, ein Waffenlabor ist das also, na gut. Und deswegen greifen wir einfach mal auf diesen Forschungscomputer hier zu. Guck mal, ein Terminal, ein Wuxing Forschungsterminal, das Hauptmenü. Willkommen Benutzer, bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen. Verschiedene Ordner erscheinen in einem zweiten Fenster unter dem ersten. Nur ein paar von ihnen sehen nützlich aus. Okay, also wir können jetzt uns die Raumpläne hier angucken. Oder wir können das Waffen-Handbuch und Spezifikationen lesen. Wir schauen uns erstmal Raumplan? Grundriss an. Ja? Unter den Dokumenten finden sich ein paar kleine Brocken von Informationen, die hervorstechen. Ein Abschnitt ist den Details des Qi des Gebäudes gewidmet. Boah. Und führt die Geomantiepläne und die Renovierungen auf, die sie durchgeführt haben, um den Qi-Fluss zu erhöhen. Okay, cool. Es hat den Anschein, dass Wuxing schon hunderte von kleinen und eine Handvoll von nicht ganz so kleinen Anpassungen an seine Grundrisse gemacht hat und an die Gebäudeinfrastruktur. Eine kürzlich abgedatete oder aktualisierte Datei markiert ein Projekt, um neue Wasserrohre für den Brunnen des Tempels hinzuzufügen als komplettiert. Also die haben kürzlich die Wasserrohre da oben ausgetauscht oder einfach neue hingebaut, die mehr mit dem Qi-Fluss im Einklang stehen, okay. Das Dokument endet mit einer großen Liste von zukünftigen Modifikationen, die der Konzern erstmal in die Warteschlange gestellt hat. Alles sind Wege, um die positive Energie oder den positiven Energieausstoß zu erhöhen. Okay. So, also eine weitere Option. Wir schauen uns mal die Waffen, das Handbuch und Spezifikationen an. Ja, hier können wir nichts machen. Toll. Haben wir keine Ahnung von. Pistole 4, Intelligenz 5. Du klickst auf den Ordner und ein großes, ein Repositorium, ein Speicher von Daten, der die Wuxing-Forschungsprojekte beinhaltet, poppt auf. Ein Abschnitt ist mit einem Symbol, das den Markierungen auf der Waffe ähnlich sieht, markiert.
Achso, von der Waffe, die nur sich ein paar Fuß von dir befindet, markiert. Ein kurzer Scan der Daten enthüllt die Informationen auf der Waffe und das Labor, die Laboreinrichtung. Ja, und mit Pistolen 4 könnten wir jetzt unser Wissen benutzen, um die Feuerkontrollzusammensetzung zu benutzen, um das Schloss aufzuheben. Oder mit Intelligenz 5 könnten wir uns die Spezifikation angucken, um zu sehen, wie der Verschlussmechanismus der Waffe funktioniert. Ja, können wir beides nicht. Großartig. Ja. Okay, dann sind wir fertig. Schade. Da muss die Waffe leider hier bleiben, wie es aussieht. Na, vielleicht können wir da noch irgendwas machen. Wir schauen mal. Ich vermute eher nicht. Aha, die Toiletten. Gibt's hier keine Chi-Punkte? In den Toiletten. Was ist da los? Gerade da muss man doch ein bisschen für positive Energie sorgen. Aha. Was sind das hier? Die... Achso, die Spiegel kaputt machen. Flatsch, kaputt gemacht. Hat nochmal 5 Punkte gegeben. Ja, kaputt. Ist hier hinten noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Na gut. Dann schauen wir uns mal. Hier ist noch so ein Brunnen. Können wir da was machen? Nein. Hier mit den Flammen. Ah, doch, mit den Flammen können wir was machen. Ne, genau, die Flammen verlöschen lassen. So, aus sind sie. Ja, ah. So einfach geht das hier nämlich. Kommt man hier hinten durch? Ne, das ist nur ein Fenster, ne? Da würden wir wahrscheinlich dann ein paar Stockwerke runterfallen. Aha, das Chefbüro. Ja, da schauen wir uns auch mal um. Hier gibt es Wandtresore, ne? So kleine Schließfächer. Aha, was gibt's hier? Aha, die Papiere durcheinander bringen. Ja, haha, nimm das. Ja, das hört sich nicht gut an. Heißt es hier? Ja, oh, das hört sich nach Gesellschaft an. Echt? Wo denn? Ach da. Ein Feuergeist. Der hier gebunden wurde. Na toll, wie kriegen wir den jetzt weg? Vielleicht gar nicht. Ah, verdammt. Aber wir sitzen ja auch ein bisschen in der Falle, ne? Aber der steht da erstmal nur, bewacht alles. Aber an dem müssen wir dann irgendwie vorbei. Hm. Na toll. Ja, wir kümmern uns hier erstmal um die Wandtresore. Ja, ein Regal von, wie heißen die denn im Deutschen, von so verschlossenen Metallboxen lehnt an der Wand oder befindet sich an der Wand. So, und mit Fingerfertigkeit 5 können wir jetzt das Schloss manipulieren und es aufbrechen. Und mit Etikette Security können wir den Code knacken. Oder wir können den Code eingeben. Ja, wir knacken den Code. 150 Nullen haben wir bekommen. Die Box springt auf und enthüllt ein paar Cradsticks. Okay. So, ja, was machen wir hier mit dem Geist? Der sieht uns bestimmt, wenn wir hier rumkommen. Da müssen wir uns mal was einfallen lassen. Gobbit zum Beispiel könnte jetzt Haste zaubern. Haben wir nicht noch irgendwo Rüstung oder sowas? Welche Stufe hat denn der? Wissen wir nicht. Wir könnten jetzt so einen Naturgeist hier beschwören und den auf das Vieh loslassen. Das wäre vielleicht tatsächlich was, das wir mal machen sollten. So, da haben wir ihn, den Naturgeist. Ach was, das ist noch so ein Ding. Oh, na toll. Großartig. Also müssen wir uns hier mit mehreren Gegnern jetzt irgendwie rumärgern.
passt man natürlich relativ wenig in Kram, muss ich sagen. Wir gehen hier erstmal alle in Deckung. Würde ich vorschlagen. Und dann schauen wir mal, was die hier so treiben. Ne? Wir gehen hier einfach in Overwatch, sofern wir das können. Rector kann zum Beispiel nicht, wir können auch nicht. Ja, 0% Chance zu entkommen. Das heißt, wenn wir 4 AP benutzen hier, dann würde ich sagen, flankieren wir das Ding hier erstmal und geben uns Deckung vor dem anderen Geist. Oh Gott, da ist noch ein Naturgeist, wirklich? Das artet ja hier richtig aus. Das macht 7 Damage. Das macht 12 Damage, das Ding. Groß ist ja unsere Trefferchance. Ich würde ihn voll gerne irgendwie damit angreifen. Geht aber scheinbar nicht. Gut, dann verbessern wir mal unsere Zielfähigkeit. Da hauen wir hier einfach mal zu. 10 Damage, okay. Ja, läuft einigermaßen. Aber wir könnten natürlich die Drohne irgendwie, was kann die denn? Overclocken, Servo-Tuning, Repair. Ja, alles nicht so geil auf jeden Fall. Na gut. Ach, der, hä? Ist der Geist auf unserer Seite? Nee, der hat den verstärkt irgendwie, oder? Da kommen noch mehr Geister. Was ist denn hier los? Ich meine, oh mein Gott. So, der Geist bleibt uns erhalten. Der entkommt gar nicht so richtig. So, wir brauchen irgendwie eine neue Deckung, befürchte ich. Wir probieren das nochmal. Ja, wir können das scheinbar nicht auf Geister wirken. Diese spezielle Fähigkeit. Sind wir noch? Wieso kann ich das gerade nicht sehen? Ich würde interessieren, ob wir noch verbessert sind hier. Ja, wir versuchen mal ihn hier zu zerschneiden. Action Damage, okay. Er lebt noch. Was? Er hat noch einen Lebenspunkt oder sowas. Ja, daneben. Nimm das. Oh, ach du Scheiße, der haut viel härter zu als wir. Ja, ich würde sagen, der hat uns hier voll auseinandergenommen, ne? So, nu. War es das? Boah, der springt über. Heftige Scheiße. Ja, ihr habt es gesehen, ne? Ich konnte da gerade nicht einen Hinterhalt auslösen oder sowas. Aua, Gobbit. Ich brauche Heilung. Wer hat denn hier die 24 Rektar? 24 abbekommen. Heftige Sache. So, wir verbessern mal Duncans Zielfähigkeit einfach. Er sollte hier mal eben offen halten. Ich würde ja voll gerne die Drohne steuern, kann ich das? Wen bewege ich denn jetzt? Nicht Koscher, ne? Control Mode 1. Ah, okay, jetzt haben wir uns in die Drohne eingestöpselt.
da schauen wir mal, ob die den Leuten hier irgendwie wehtun kann. Ja, geht. Lebt er noch? Nee. Okay. Er hat sich schon mal aufgelöst. Sehr schön. Ja, mal sehen, ob wir die hier in den Raum so ein bisschen in den Hinterhalt locken können. Ja, mal. So, wir ziehen die Drohne hier einfach mal zurück. Ungefähr so. Ja, wir können hier leider alle nicht so richtig. Wir können hier so einen giftigen Nebel. Ich weiß nicht, ob der die beeinflusst. Hält der irgendwie länger oder? Ja, für 3 Runden. Schauen wir mal. Okay, das hat schon mal funktioniert. Der zweite kommt rein und macht uns ganz schön Aua. Ja, wir sind am Boden. Wir müssen gleich mal wiederbelebt werden oder sowas. Na toll. Schön daneben geschossen erstmal. Läuft ja überhaupt nicht hier. 88%, was machen wir denn da? Ja, nehmen wir. Okay, zerstört. Nee, doch. So, und Froschei darf da mal hier rausgucken gerade. Sieht aber niemanden. Okay. So, wir sind noch nicht wieder aufgestanden. Der Kampf läuft auch noch. Können wir Jin damit heilen? Nee, irgendwie? Nee. Ah, hier. Sowas brauchen wir. Okay, wir haben es gleich benutzt, wie es aussieht. Ah, jetzt haben wir es benutzt. So, alle geheilt, weil der Kampf irgendwie, glaube ich, vorbei ist oder was auch immer. Wir müssen mal gucken. Kann Gobbit hier nochmal ihren Zauber benutzen? Equipped. Hm. Ja, irgendwie. Ne, ihr fehlen 12 Punkte. Ja, uns fehlen noch über 20. Ja, da könnte mal jemand gerade ein Medkit springen lassen. Aktivieren wird er. Für Sparks. So, okay, wir sind wieder geheilt. Gobbit fehlen noch 12 Punkte. Ja, ja, müssen wir mal gucken, ob jemand ein kleines Medkit hat, zufällig. Ja, hier sowas, ne? Aktivieren für Gobbit. Okay. So, alle geheilt. Wir wissen aber, da draußen sind noch Geister. Deswegen, wie kann ich denn diesen Hinterhaltmodus hier wieder... Wartet mal, Leute. Ich muss da mal kurz in die Hilfe gehen. Combat. Combat 2. Hm.
Ich weiß, wir hatten dazu mal so ein kleines Tutorial. Hier. Ach so, wir müssen die erst dazu sehen können, oder was? Okay. Also das Symbol da oben darf nicht so ausgegraut sein. Na geil. Das heißt, wir rennen jetzt hier wieder einfach in den Hinterhalt rein, wie es aussieht. Denn eigentlich müssten hier noch Geister sein. Und da müsste irgendwie noch so ein Naturelementar oder sowas sein. Ja, scheint aber nicht der Fall zu sein. Keine Ahnung, wohin sich das verkrümelt hat. Vielleicht ist das an unserer Gaswolke krepiert oder so. Weiß ich nicht. So, wir schauen uns hier mal um. Hier vorne ist noch so eine Lampe an. Ja, genau. Sehr schön. Was können wir hier machen? Ach, diese Trennwand bewegen. Okay. Mach mal. Mies. Ach, das hier können wir auch bewegen. Das wurde uns vorher gar nicht angezeigt. Und hier, okay. Hier können wir also eine ganze Menge machen, scheinbar. Und bei 33%? Nee, okay. Ah, den Schreibtisch durcheinander bringen. So, können wir sonst noch was machen? Sieht nicht so aus. Ja, vielleicht müssen wir tatsächlich alles zwei-, dreimal ablaufen. Ich weiß es nicht. Ja, schade, dass wir die Waffe davon gar nicht mitnehmen konnten. Aha, eine Power Junction. Also so ein, ja, ein Spannungswandler, ne? Ein Spannungsverteiler ist es. Der Generator befindet sich ungeschützt vor dir. Ein Schock in das, ja, ein Schock in das System könnte den Computer Mainframe, den es betreibt, durcheinander bringen. Okay. Benutzen wir einen Passcode, um den zu überladen? Erstmal nicht, oder? Ich meine, wir haben so einen Passcode, glaube ich. Denke ich. Weiß ich nicht. Aber warum wollen wir das Computersystem jetzt durcheinander bringen, ist ja die Frage. Was bringt uns das im Moment? Andererseits scheinen wir hier auf der Etage auch fertig zu sein. Hier hinten hatten wir auch alles erledigt, glaube ich. Schauen noch mal hier rein, ob wir hier irgendwas machen können. Intelligenz 5 oder Pistolen 4, ja. Haben wir halt beides nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Vielleicht... Ah, vielleicht können wir hier den Computer dazu bringen, diesen Prototypen freizugeben, wenn wir den Computer durcheinander bringen. Oder vielleicht können wir dann noch auf irgendwas zugreifen. Wollen wir erstmal den Schreibtisch durchsuchen? Nee, oder? Wir machen das erstmal hier. Ich guck noch mal kurz hier durch. Nicht, dass wir wirklich irgendwo noch was übersehen haben. Na gut, wir sind jetzt bei 35 von 100. Ja, wenn es so weitergeht, brauchen wir noch zwei Stockwerke. So, ich würde sagen, wir machen es einfach mal. Ich werde hier mal kurz speichern. So, wir brauchen echt einen Code. Wir haben keinen Code.
Okay. Ich hoffe, den finden wir dann irgendwo im Büro oder so zum Beispiel. Können wir hier sonst echt nichts machen? Nichts durcheinander bringen? So, wie viel Prozent brauchen wir denn mindestens? Wir brauchen mindestens 50 Chi Disruption Points, ne? Ja, genau, 50. Wir sind jetzt gerade bei 35, also ein bisschen fehlt uns noch. So, dann machen wir einfach mal diese Tür auf. Schau mal, was sich hier befindet. Ah, Licht und Dunkelheit ist, ja, die Balance von Licht und Dunkelheit ist der Schlüssel für ein gutes Qi. Gut zu wissen. Also hier können wir die Fenster kaputt machen. Ärms. So, das hier können wir lesen. Ja, Notizen sind ordentlich aufgestapelt, geordnet und klar. Eine Nummer ist mehrmals eingekreist auf einem Blatt Papier. 8484. Das reimt sich. Geil. Ja, der Mainframe-Code ist 8484, gut zu wissen. Ja, wenn wir schon mal hier sind, durchsuchen wir gleich den Schreibtisch. Bei 45 sind wir schon. Ah, die Tempelzugangskarte haben wir gefunden. Okay. Ja, die Tempelzusatzkarte, eine spezialisierte, ja, Karte, die für die allerwichtigsten Mitarbeiter reserviert ist. Sie wird es uns erlauben, nein, sie wird es dem Fahrstuhl erlauben, zum abgeschiedenen Tempel zu fahren, der sich oben auf dem Wuxing Sky Tower befindet. Ja, gut, das haben wir also geschafft. Beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, werden wir den Mainframe überladen und so weiter und so fort. Und die nächste Folge wird es dann morgen um 16 Uhr geben, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit. Nein, gar nicht. Morgen ist Freitag schon. Ich irre mich. Jedenfalls, wenn die Folge rauskommt, ist morgen Freitag. Da wird es die Folge schon um 14 Uhr geben. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch alles kaputt machen können. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann, Jungs und Mädels. Ciao.